Moin, in diesem Video erkläre ich euch, wo ihr Dying Light in der Uncut-Version am besten herbekommt. Wir gehen auf die PC- bzw. Steam-Version ein, aber auch auf die Konsolen und dann sprechen wir noch über die verschiedenen Editionen, die es aktuell gibt. Wenn ihr auf einen meiner neuesten Videos seid, werdet ihr hier in der Videobeschreibung einen Link finden. Über diesen Link werdet ihr auf die Seite von Key4Game eingeladen. Dadurch, dass ihr über diesen Link mit reingekommen seid, bekomme ich ein paar wenige Cent beim Einkauf mit und es kostet euch noch nicht mal extra was. Wenn ihr mich also unterstützen wollt, wäre das eine geile Möglichkeit. Auf der Seite angekommen, sucht ihr euch hier Dying Light 2 aus, stellt sicher, dass hier rechts Steam und Global ausgewählt ist. Ihr seht, Will Work in Germany, ihr habt hier die Deutschlandflagge und dann könnt ihr hier das Game auch schon kaufen. Vergesst aber nicht, euren Rabattcode einzugeben. Entweder benutzt den hier oben für 10% oder meinen für 8%. Ich verdiene da nichts extra, also ganz ehrlich, dann holt halt den 10%. Solltet ihr halt eben nicht mehr gehen, holt meinen, seid ihr safe. Dann bezahlt ihr im Schnitt nur noch so 38 Euro. Und damit habt ihr dann auch schon absolut safe hier unten die PEGI-Version, das ist dann die Uncut. Ihr habt einen Global Key, Will Work in Germany. Geil. Um das dort dementsprechend zu kaufen, könnt ihr hier verschiedene Zahlungsmethoden auswählen. Aktuell, also zum Ist-Stand heute, ist PayPal deaktiviert. Die haben ja momentan irgendwie technische Probleme. Das wird dann in den nächsten Tagen sehr wahrscheinlich gefixt werden. Alternativ, PaySafe Card. Könnt ihr euch einfach ein PaySafe Card-Konto machen. Sofortüberweisung, Giropay. Es gibt alles mögliche. Also ihr könnt dort definitiv bezahlen. Ihr habt da einfach den Vorteil, ihr seid einfach absolut safe. Hier wird euch dann dementsprechend noch für 2,10 Euro so einen kleinen Zusatz angeboten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das deaktivieren, spart euch noch ein klein bisschen was. Müsst ihr wissen, wie ihr das macht. Also ich hatte hier noch gar kein Problem. Ihr bekommt hier unten die Möglichkeit, dann über den Chat mit den Leuten zu schreiben. Könnt ihr einfach hier in den Live-Chat reingehen und mit den Leuten sprechen. Ich habe jetzt schon mehrmals Kontakt mit denen gehabt. Super easy, super entspannt. Mir wurden alle Fragen beantwortet. Der komplette Verlauf dort wurde mir dann nochmal per Mail zugesandt. Einfach absolut chillig. Also wenn ihr absolut safe einfach einen Uncut-Key wollt, kann ich euch wirklich nur Key4Game empfehlen. Absolut geil. Gut, für die Leute, die jetzt sofort eine Info wollten, seid ihr bedient. Dann gehen wir jetzt mal etwas genauer in die Materie rein. Und das nach dem Intro. Als erstes reden wir über die PC-Variante. Beziehungsweise über Steam. Der erste Weg, den ihr gehen könnt, wäre der, den ich euch am Anfang schon beschrieben habe. Keyseller über den deutschen Account. Dort kauft ihr euch bei einem Keyseller eurer Wahl, im besten Fall Key4Game, ein Global Key. Laut Techland soll Europa auch funktionieren. Ich vertraue Europa Keys jedoch nicht. Vor allem Key4Game hat auch schon gesagt, dass sie nur Global Keys zu 100% vertrauen. Den Key erhaltet ihr dann zwischen 2. und 4. Februar. Den könnt ihr dann auch ganz einfach auf eurem deutschen Account aktivieren, reloaden und dann ab 1 Uhr am 4.2.22 Uncut spielen. Die zweite Methode wäre über Techland direkt. Über deren Website direkt könnt ihr mit eingeschalteter VPN und umgestellter Region den AT-Key einfach kaufen. Auch diesen erhaltet ihr dann zwischen dem 2. und 4. Februar, aktiviert ihn auf eurem deutschen Steam-Account, preloaden und dann let's go. In den letzten Tagen ist auch sehr viel auf Discord, in den YouTube-Kommentaren dazu geschrieben worden, dass es halt eben auch möglich wäre, sich einfach einen österreichischen Steam-Account zu erstellen und dementsprechend das Ganze dann mit VPN so ein bisschen zu verschleiern. Und nochmal eine kurze Info, Steam kann euch dafür bestrafen, wenn ihr VPN benutzt. Habt das im Hinterkopf, ihr könnt dafür gebannt werden. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das auch nochmal angesprochen haben, ihr benutzt VPN, geht über den Webbrowser rein, erstellt euch dort den österreichischen Account und dann müsst ihr das mit einem regionsanonymen Zahlungsmittel bezahlen, sprich Steam Wallet oder andere Zahlungsmittel, wo man eure Region halt einfach absolut nicht nachvollziehen kann. Das heißt, sowas wie PayPal, PaySafe Card, das ist alles gesperrt, das könnt ihr dort nicht gescheit nutzen. Denn darüber könnt ihr getrackt werden, wo ihr das erstanden habt und dann checken die halt einfach, yo, der kommt nicht aus Österreich. Und wenn ihr das alles so gemacht habt, geht es dann auch wieder so weiter, preload und dann halt eben ab dem 4.2. zocken. Macht es euch nicht schwer, geht über die einfachen Wege. Keyseller oder über Techland direkt. Ein weiterer Punkt, der jetzt schon sehr oft aufgelaufen ist, ist das Thema Steam Gift. Schon vor Wochen gab es mehrere Diskussionen darüber. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Strichliste geführt und habe dementsprechend festgestellt, dass ca. 50% der Fälle klappen. Also es ist in dem Sinne gewürfelt, ob es klappt oder nicht. Wir können es nicht nachvollziehen, woran es liegt.
Es haben teilweise Global Keys nicht funktioniert, es haben teilweise Europe Keys nicht funktioniert. Es ist einfach dieses riesen Ungewisse. Wir wissen auch nicht, ob manche Keyshops einfach nur komplett für den Arsch sind. Bei manchen geht's, bei manchen nicht. Also wenn irgendwo steht, dass ihr das Zeug gegiftet bekommt, sucht euch bitte was anderes. Dann gibt es noch das Thema der Edition. Es gibt einmal die Standard Edition, Deluxe und die Ultimate. Was ihr hier bekommt, seht ihr in dem Schaubild. Was sich jetzt unter Vorbestellprämie und digitalen Gegenständen verbirgt, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Vorbestellerprämie habt ihr hier diese zwei Outfits. Waffen, Paraglider und sonstige Sachen. Wir haben hier einmal auf der linken Seite Aiden und auf der rechten Seite Lowen. Auf jeden Fall gab es ein kontroverses Thema dazu. Man war sich jetzt unsicher, gibt es jetzt zwei Main-Protagonisten? Kann man das Geschlecht wählen? Also eins wissen wir, ich bin direkt über einen Post auf der Techland-Seite gestolpert. Lowen ist kein spielbarer Charakter. Ich weiß nicht, warum man jetzt dafür Skins bekommen kann, wenn er nicht spielbar ist, ob es da Begleiter oder sowas gibt. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist alles noch unbekannt. Aber zumindest wissen wir, dass jetzt sehr wahrscheinlich Aiden dann der wirkliche Hauptprotagonist ist. Und dass diese Frau dementsprechend nicht spielbar sein wird. Dann gehen wir zu den Deluxe-Gegenständen. Legendary Skin Bundle und so ein paar andere Sachen. Ich meine, schaut euch das einfach mal an, was euch daran gefällt, was euch interessiert und entscheidet dann. Also bei der Ultimate Edition habt ihr hier so einen 2-Stunden EP-Boost in der Nacht und Herstellungsgegenstände. Was halt damit jetzt gemeint ist, keine Ahnung, ob sich's lohnt, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, bei der Deluxe Edition ist ein Story-DLC enthalten und bei der Ultimate eben zwei. Der Punkt, was jetzt halt eben noch offen ist, ist die Tatsache, dass die Deluxe und die Ultimate-Version gewisse Gefahren aufweisen. Es ist noch unbekannt, ob Zusatzinhalte über den deutschen Account beziehbar sind. Daher ist meine Befürchtung, dass man bei der Deluxe Edition und der Ultimate-Version die Zusatzinhalte im Nachgang trotzdem nochmal extra nachkaufen muss, über Keyseller zum Beispiel. Und deswegen bin ich der Meinung, holt euch einfach die normale Edition. Über Keyseller sind die DLCs ja dann auch nicht so teuer. Dann gehen wir noch auf die Konsolenvariante ein. Die hatte ich in meinen letzten Videos noch nicht so behandelt, weil bei den Konsolen ist es deutlich einfacher als auf dem PC. Das einfachste ist tatsächlich bei der Xbox die Digitalversion. Ihr müsst im Grunde nur die Shop-Region ohne VPN umstellen, kaufen, reloaden, fertig. Also es hat mich echt erstaunt, wie einfach das bei der Xbox ist. Bei der PlayStation Digital ist das etwas komplizierter, aber auch super easy handelbar. Ihr stellt euch einen österreichischen Account. Erkauft euch zum Beispiel über Amazon österreichische PSN-Guthabenkarten. Es ist super wichtig, dass das österreichische Guthabenkarten sind und keine deutschen, englischen oder sonst was. Es muss mit der Region, auf der euer Account eingestellt ist, übereinstimmen. Dann könnt ihr das Guthaben auf euren PSN-Account aufladen und das Spiel kaufen. Jetzt noch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr das Spiel auf eurem AT-Account gekauft habt und diesen österreichischen Account auf eurer PlayStation als primär anmeldet, könnt ihr auf allen Accounts, die auf dieser Konsole registriert sind, dieses Spiel spielen, also auch auf euren deutschen Account. Während ihr dann auf eurem deutschen Account spielt, könntet ihr theoretisch das Spiel auf einer zweiten Konsole nebenher laufen lassen, dann eben wieder preloaden und ab 1 Uhr am 4.2.22 auf eurem deutschen Account Uncut spielen. Das einfachste sind immer noch die Discs. Alle Disc-Versionen sind zu 100% Uncut. Es gibt keine geschnittenen Versionen in Discs-Format. Discs einlegen, zocken, fertig. Die DLCs könnt ihr dann über die Methoden Links beziehen. Mir ist noch nicht klar, ob, wenn ihr die CD, wie auch immer, früher erhalten würdet, ob ihr dann schon zocken könnt. Normalerweise, wenn ihr die CD vorher habt, könnt ihr schon zocken, aber sicherheitshalber würde ich sagen, 1 Uhr, 4.2. könnt ihr spätestens spielen. Und dann möchte ich euch noch auf zukünftige Projekte aufmerksam machen. Natürlich Dying Light 2 ab dem 4.2.22 regelmäßig auf diesem Kanal und dann dicht gefolgt Elden Ring ab dem 25.2.22. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Den Link für Key4Game findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. In den nächsten Tagen werde ich noch genauer auf Dying Light 2 eingehen. Hier geht es jedoch mehr um das Gameplay an sich und Dinge, die uns im Trailer beim ersten Hinschauen gar nicht aufgefallen sind. Tatsache ist, es ist mittlerweile von vielen Keysellern bestätigt, von Techland direkt, wir können die Uncut problemlos in Deutschland zocken. Also Leute, freut euch, seid gehypt und good night, good luck.